Ahlan wa sahlan, herzlich willkommen hier in der Makadi-Bucht. Wir sind in einem der 11 Jazz-Hotels und zwar in dem kleinsten hier im Jazz Makadi Star and Spa. Warum das so heißt und wie das kleine Hotel aussieht, wer es noch nicht kennt, der hat jetzt die Gelegenheit, mit uns mitzukommen. Und wenn ich sage, mit uns mitzukommen, dann meine ich hier Ute. Hallöchen, ganz herzlich willkommen. Jazz Makadi Star and Spa. Genau, die schon seit 8 Jahren hier für die deutschen Gäste da ist und die betreut und sich hier wohlfühlt. Und eure Gäste fühlen sich auch wohl, ne? Das ist unser Zuhause. Und wir sind jetzt mal ganz frech. Wir nutzen die Gelegenheit, weil wir gerade Mittagszeit haben und gehen mal durchs Restaurant. Und ja? Schauen mal, was, und schauen mal, was es da so gibt. Ne? Also die Gelegenheit haben wir ja nicht immer. Nein. Und das müssen wir ausnutzen. Also das ist der Außenbereich. Super schöner Blick. Und für das, dass wir Januar haben, muss man schon sagen, kann man gut sogar noch draußen sitzen. Schaut euch mal das Restaurant an. Ist das nicht zuckersüß? Wirklich im orientalischen Stil gebaut. Das ist nicht immer so. Viele Hotels sind heutzutage schon richtig modern, aber ich liebe das schon. Ist im nubischen Stil gebaut. Man bleibt auch so erhalten. Also und von daher sind wir da sehr stolz drauf, dass das auch das, nicht dieses, wie soll ich sagen? Dieses kalte, ne? Ja. Dieses auch, dieses riesengroße. Also auch wenn jetzt hier Beverage steht, dann heißt das aber nicht, dass ich mich selbst bedienen muss, sondern. Nein, es wird auch gebracht. Es wird wirklich gebracht von unseren Mitarbeitern, von unseren Kellnern, die Getränke auf Wunsch. Ne? Wie gesagt, unser Buffet, jede Mahlzeit wird im Buffetform gereicht. Egal ob Frühstück, Mittag oder Abendessen. Sehr reichhaltig, sehr ausgewogen. Ja. Da findet ihr was. Auch Vegetarier und Veganer finden hier ihre Speisen. Mit Live-Cooking, ne, das so gehört immer dazu. Genau, so und wir haben noch einen Seitenausgang, da schauen wir jetzt auch mal raus, weil da ist ja so, da schlägt immer das Herz von jedem mehr. Also italienische Küche geht immer. Ne? Italienisch geht immer. Es ist, Pasta und Pizza geht immer. Es ist nicht zu fassen. Ne? Nein, das ist richtig. Und da habt ihr hier wirklich einen Pizzabäcker mit einem Pizzaofen. Unser Pizzaofen. Ja. Das ist nämlich das Geheimnis von einer guten Pizza. Einerseits der Teig, aber anderes. Ja. Also, das Geheimnis ist erst ein guter Teig, zweitens die guten Zutaten, aber drittens ein heißer Ofen. Richtig. Also es ist wirklich sehr, sehr lecker. Auf Wunsch wird es nach Belieben mit Zutaten gemacht. Also es ist wirklich super warm. Ja. Also die Sonne hat wirklich viel Kraft, auch wenn wir noch nicht so bei den Temperaturen sind. Nee, aber trotzdem habt ihr ja einen beheizten Pool, ne? Wir haben einen beheizten Pool, weil in der Wintersaison müssen wir davon ausgehen, dass die Nächte sehr kühl sind, der Wind ist sehr kühl und dies würde dementsprechend den Pool runterkühlen. Also tun wir von unserer Seite den Pool beheizen. Liegt bei meistens um die 28 Grad, was sehr angenehm ist, einfach sich zu erfrischen. Ja. Also ist schon ein Träumchen, ja. So, und hier ist auch eine Besonderheit von eurer Hotelkette. Man darf den Rasen auch sinnvoll nutzen. Bei euch stehen nämlich direkt liegen da. Bitte. Der Rasen soll nicht nur schön aussehen und grün. Nein, bei uns darf er auch durch die Liegen mitbenutzt werden. Einfach wirklich frei fühlen. Und er ist so angenehm auch zum Laufen. Also nicht scheuen. Sehr gern. Wir sehen jetzt hier zwei Besonderheiten. Punkt 1, hier ist... Es sind Tafeln an der Palme und Punkt 2, da ist ein Pferd. Ja, also auf dem Weg zum Zimmer. Richtig. Erzähl uns doch mal, was es damit auf sich hat. Tafel bekommen unsere Gäste, die zum 6. Mal da sind, als kleines Dankeschön für die Treue gegenüber dem Hotel. Der Gast sucht sich die Palme, den Strauch selber aus und wir lassen das Schild anfertigen mit dem Namen, wie der Gast es gerne möchte. Oh. Und mit einem kleinen Cocktail wird dann im Endeffekt das Schild an die ausgewählte Palmenstrauch erhangen, dran gehangen. Okay. Und so bleibt es immer Erinnerung auch für den Gast. Die Pferde. Es geht nicht. Ich wollte hier die Rampe hochlaufen. Die ist einfach zu glatt. Das funktioniert nicht. Und für die Dekoration haben wir eigentlich einen Mitarbeiter aus unserem Nachbarhotel zu verdanken. Er ist wirklich ein Künstler und die stammen immer von den gerade Weihnachts- und Silvester-Gala-Dinnern. Er macht sie selber aus Styropor und
Ihnen das zu würdigen, werden die dann in den Hotelgelände auch aufgestellt. Sie verbleiben da. Und ich glaube, das beste Lob kann man an den Mitarbeiter gar nicht geben. Das also, ist echt toll. Wirklich richtig toll. Ja. Also, wir gehen jetzt zu einem Zimmer. Wo ist das Zimmer? Hier hinten. Das Schöne ist, ihr habt hier wirklich auch so eine Art Innenhof. Ja. Also und wir achten wirklich auch darauf, dass auch das Gebäude von den Zimmern schön dekoriert ist im Grün. Mhm. Na, und das wäre jetzt unser Superior Doppelzimmer mit Poolblick. Genau. Die Zimmer sind von der Einrichtung her alle identisch. Die sind alle identisch, ne? Die Doppelzimmer, egal ob es mit Poolblick oder mit Gartenblick ist, die Ausstattung, die Größe ist in dem Fall identisch. Es gibt auch, hast du mir erzählt, Familienzimmer. Das ist richtig. Die sind dann mit zwei kleinen Trennwänden links. Geht das Licht an oder musst du da? Ja, dann müssen wir die Karte reinstecken. Ne? Genau. Getrennt, so dass dahinter zwei Schlafsofas stehen, wo unsere Kleinsten auch ihren Platz finden zum Schlafen. Ne? Das ist immer eine tolle Sache, denn aus Erfahrung kann ich sagen, die Kinder schlafen vielleicht, wenn man Glück hat, in dem eigenen Bett ein. Sie wachen ganz bestimmt im Doppelbett der das Eltern auf. Jeden auf, Fall, ne? Das auf jeden Fall. Wir haben einen Unterschied zwischen Queenbett und Twinbett. Na, also die Gäste können dann auch gerne noch ihren Wunsch äußern, ob es ein Queenbett oder ein Queenbett sein soll. Also von daher. Sobald die Kinder jedoch so groß sind, dass wir gehen jetzt hier weiter. Wir nehmen jetzt die Abkürzung, weil man darf ja den Rasen benutzen. Ja. Sobald die Kinder so groß sind, dass die Kosmetiksachen mehr sind als die der Eltern, da empfehle ich natürlich, nehmen Sie zwei Doppelzimmer, die verbunden sind mit Verbindungstür. Denn nicht die Größe des Zimmers ist das Problem, sondern es ist tatsächlich die Größe des Bades das Problem. Und da hat man eben zwei Bäder, wenn man zwei Doppelzimmer mit Verbindungstür nimmt. Ja, das nochmal der Poolbereich und auch hier gibt es eine Besonderheit. Hier hinten an den Liegen sind so kleine Säckchen angebracht, finde ich eine total tolle Sache. Da kann man eben sein Handy, sein Buch, seine Armbanduhr, was auch immer reinlegen und ist gut aufgehoben. Und man braucht auch nicht unbedingt eine Liege zu reservieren. Es ist hier wirklich ein ganz kleines Hotel mit 167 Zimmern. Das ist auch das, was die Gäste hier, die Wiederholungsgäste, so lieben. Die sagen sich, Menschenskinder, da komme ich wirklich nach Hause. Ja. Und dementsprechend habt ihr ja auch ganz, ganz viele Wiederholungsgäste. Auf jeden Fall, die haben wir wirklich. Und da sind wir auch sehr dankbar drüber. Das, was wir auch immer sagen, die Welt ist schön, die Welt ist groß. Hier zum Beispiel Werner und Silvia haben hier ihre Palme. Da darf man Danke sagen zu den Gästen, die da wirklich immer wieder treu jedes Jahr kommen. Ja. Wir sind stolz drauf. Ja. Das ist auch wirklich, da können wir auch stolz drauf sein. So, hier haben wir die Poolbar. Richtig. Die Poolbar hat bis wann offen? Die hat bis 24 Uhr offen, bietet dieses Spätaufsteher-Frühstück von 10.30 Uhr bis 11.30 Uhr. Und natürlich auch zur Mittagszeit von 13 bis 16 Uhr die Snacks, die frischen. Wer jetzt kein Buffet möchte zum Mittag, werden frische Snacks angeboten. Also von daher, um das eigene Wohl sind wir sehr besorgt für unsere Gäste. Also es wird täglich drauf geachtet. Und nicht zu vergessen, auch da habt ihr Service. Ja, ne? also die Getränke werden wirklich bis an die Liege gebracht. Der Gast muss nicht aufstehen, die Getränke selber holen. Nein. Ganz im Gegenteil, wir bringen alles, so von daher, einfach das wohlfühlen und verwöhnen lassen. Das sollte, glaube ich, das Motto Das sein. Ist wirklich und so ist es auch. Toll. Wir rollen dieses Mal das Hotel ein bisschen von hinten auf. Wir sind jetzt da, sehr gerne. Wo ihr begrüßt werdet, wo ihr auch informiert werdet. Wo die Gäste so ankommen. Genau. Ja, also unsere fleißigen Mitarbeiter sind stets und ständig 24 Stunden da, bereit für jede Frage, für jeden Anlass. Und das Besondere, euer Hotel heißt ja Star and Spa und das Schöne daran ist, dass wir jetzt hier rausgehen und schon im Spa sind. Der Spa-Bereich hier, der gilt oder der ist für alle Jazz-Hotels. Ja, das ist richtig. Also die Gäste haben die Möglichkeit, entweder über die Verkäufer, die auch die Runden in den Hotels drehen, Termin auszumachen oder der Gast hat die Möglichkeit, selber ins Spa zu gehen und sich Termine ausmachen, nachzufragen, was wird angeboten. Ne?
Und ihr habt eben das, die Möglichkeit, wenn ihr hier im Hotel seid, im Jazz Makadi Star and Spa, richtig, weil dass man wirklich direkt... Genau, es ist keine 2 Minuten vom Hotel bis hier rüber. Also von daher, es ist wirklich ein sehr schönes Spa. Wir haben doch jetzt mal die Möglichkeit, magst du mal den Ordner aufmachen? Ich gehe doch davon aus, dass wir hier was sehen können an dem Ordner. Dass man mal einen kurzen Blick reinwirft. So, da haben wir Massagen. Genau, so ist es. Ne? Ich drehe es mal so rum, vielleicht sieht man es so besser genau. Für jeden Gast auch. 50 Minuten Massage. Genau, so ist es. Antistressmassage. Können wir alle gebrauchen. Genau, Zelluitis, nein, das brauchen wir nicht, haben wir nicht. Übrigens möchte ich in dem Moment mal dazu sagen, bitte keine Hemmungen vor Ganzkörpermassagen. Wir haben hier immer, der ganze Rücken wird dann massiert und wenn man sich dann umdreht, dann werden noch die Beine massiert und die Arme. Und dann gibt es eben noch eine Gesichts- und eine Kopfmassage dazu. Der Brust- und Bauchbereich wird ausgespart. Ich möchte auch dazu erklären, dass bei uns weder in der Sauna noch am Pool nackt oder oben ohne erlaubt ist. Natürlich bei der Massage, lass mal offen, warte, da sage ich gleich was dazu. Bei der Massage zieht man sich dann oben ohne aus beim Masseur. Die Mädchen bekommen Frau, die Buben bekommen Mann. Und hier gibt es das Hammam und das empfehle ich jedem zu machen, wenn er ganz frisch da ist, sofort einen Termin machen, denn da können Sie sich richtig gut vorbereiten, hoppala, richtig gut vorbereiten für das Sonnenbaden. Da werden die ganzen alten Hautschuppen abgepeelt und dann bekommt man schön eingeseift und dann bekommt man auch eine tolle 50-Minuten-Massage und dann ist die Haut vorbereitet für das Sonnenbaden. Das ist richtig. So, und ich denke, damit können wir super gut auf Wiederschauen sagen, aus dem schönsten Bereich, ne, der dazugehört. Die Erholung gehört dazu zum Urlaub, also gerne auch das Spa besuchen, aber vor allen Dingen das Jazz Makadi Star und Spa buchen. Also ganz, ganz herzlich willkommen, sagen wir zu jedem neuen Gast. Jeder ist herzlich willkommen. Wir sagen... Vielen lieben Dank. Masalama und tschüss. Hashufak. Bye bye. Bye.